Wir wurden eingeladen, quasi von unserer Lehrerin an einem Projekt teilzunehmen. Das nennt sich interprofessionelle Zusammenarbeit oder interdisziplinäre Zusammenarbeit, wo quasi geschaut werden soll, wie in Zukunft der Umgang zwischen Pflegepersonal und Ärzten aussieht. Soweit ich weiß, ist es heute ein Pilotprojekt hier zur interprofessionellen Visite. Also wir haben im Rahmen der Ausbildung auch Visitentraining und genauso wie die Pflegekräfte. Und heute kommen eben Pflegekräfte und Studierende hier zusammen und versuchen eben daran zu arbeiten, wie eine interprofessionelle Visite zusammen aussehen kann, um das nicht nur einzeln zu trainieren, sondern eben auch gemeinsam. Wir haben zwei Simulationstrainings, einmal quasi zu Beginn, wo festgestellt werden soll, wie der aktuelle Stand ist zwischen Arzt und Pflegeperson und Patient, und danach nach einem kleinen Feedback-Reflexion dann, wie er aussehen könnte. Die Erfahrung war, dass quasi der Arzt oder die Ärztin immer noch so den meisten Sprechanteil und die Pflege eher zurücksteht. Was als Problem empfunden wird von vielen Seiten in der aktuellen Situation ist, dass die Besprechungen oft nicht auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, in so einer Interprofessionalität schafft man wesentlich mehr Wertschätzung allen Beteiligten gegenüber, eine viel bessere Kommunikation auf Augenhöhe.